Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfamilien. Hi. Diesmal gibt es wieder so ein kleines Nerd-Thema, würde ich fast sagen. Nämlich geht es um die Kohlenmonoxid, also CO-Intoxikation. Philipp, fangen wir gleich an. Wie häufig ist das? Häufiger als man denkt, ne? Okay. Also ich habe eine ganze Zeit lang nur relativ wenige immer gesehen und dann ist es wie immer phasenweise dann in letzter Zeit irgendwie relativ häufig Okay. welche gesehen. Genau. Jetzt frage ich mich gleich mal zu Beginn, was ist denn überhaupt Kohlenmonoxid oder beziehungsweise wo macht es Probleme und warum oder warum ist das so gefährlich? Ja, also kurz gesagt, Kohlenmonoxid entsteht dann, wenn irgendwo eine Verbrennung unvollständig ablaufen kann, weil nicht genug Sauerstoff dabei ist. Deswegen kann kein Kohlendioxid entstehen mit zwei Sauerstoffteilen, sondern nur mit Monoxid, einem Sauerstoffanteil. Okay. Und das ist dann eben ein ganz anderes Gas, das in etwa die gleiche Dichte hat oder sich im Raum relativ gleichmäßig verteilen kann und in niedrigen Konzentrationen geruchslos und farblos ist. Das heißt, wir können es kaum erkennen. Und warum ist es so gefährlich? Weil es an das Hämoglobin im Blut, also den Sauerstofftransportträger, etwa 200 Mal stärker binden kann als Sauerstoff selbst. Das heißt, wir haben weniger Sauerstofftransportkapazität im Blut. Der Sauerstoff, der vorhanden ist, kommt also nicht bei den Zellen an und gleichzeitig kann der Sauerstoff schlechter an die Zellen abgegeben werden auf der einen Seite, aber auch die intrazellulären Prozesse der Sauerstoffverwertung laufen viel, viel ineffizienter ab. Das heißt, ich habe ein Sauerstoffverarbeitungs- und Transportproblem in meinem Körper und das heißt, ich ersticke auch dann innerlich, wenn genug Sauerstoff eigentlich vorhanden wäre. Okay, das wollte ich gerade sagen, ja. Also das innere Ersticken ist ja irgendwie ein Bild, das ganz furchtbar klingt und auch lebensbedrohlich ist. Und deshalb ist CO wichtig und wie du sagst, das ist gar nicht so selten. Aber in welchen Situationen, wenn ich jetzt gerade prähospital hinkomme, als Rettungsdienstler, als Notarzt, die Feuerwehr denkt vielleicht noch eher dran, wann, in welchen Situationen sollte man besonders dran denken? Wo schrillen bei dir die Alarmglocken? Ja, also das ist natürlich immer dann, wenn Leute bei Hausbränden irgendwie aus einem brennenden Haus rausgezogen werden. Da muss man immer daran denken. Aber Rauchgasintoxikation, da wollen wir jetzt ja gar nicht so sehr im Detail drüber sprechen, glaube ich, weil da spielen auch Cyanide und sowas eine große Rolle. Das machen wir vielleicht mal getrennt in einem anderen Video. Aber generell bei jedem Brand, bei jedem Verbrennungsopfer immer auch an CO denken. Okay. Ja. Aber das sind dann eben Mischintoxikationen, also Rauchgas. Was ist mit Monointoxikation, wo es hauptsächlich um das CO geht? Ja, die gibt es auch. Und zwar mal angefangen, jetzt wo irgendetwas unvollständig verbrennt. Das mag zum Beispiel sein der schlecht gewartete Kamin, zum Beispiel im Ferienhaus, der dann zum ersten Mal wieder angemacht wird. Der zieht nicht richtig und dann bildet sich CO. Und das führt leider immer wieder auch zu ganz, ganz tragischen Unfällen in diesem Setting. Ja, und dann gibt es die andere Gruppe, wo zum Beispiel der Grill in geschlossenen Räumen angemacht wird. Das hatte ich erst vor kurzem. Da war es tatsächlich so, dass man einfach nicht darüber nachgedacht hat, dass vielleicht Belüftung beim Grill wichtig ist und dass man das nicht machen darf. Typischerweise Kohlegrill, da entsteht Kohlenmonoxid. Leider aber auch häufig bei Suizidversuchen beobachtet, wo das zum Beispiel in Zelten angemacht wird oder in der geschlossenen Wohnung. Das heißt, wenn ihr so ein Setting seht, unbedingt an die Kohlenmonoxidvergiftung denken. Okay, also Verbrennung, Grill, sowas in dem Kamin, ja, also irgendwas, was brennt. Gibt es sonst noch Szenarien? Ja, also zwei auf jeden Fall, an die man unbedingt denken sollte, oder eigentlich drei. Das ist einmal der Kamin, an den man vielleicht nicht so denkt, das ist die Gastherme. Ne? Also typischerweise Badezimmer, Jawohl. Gastherme irgendwie kaputt, CO entsteht. Ne? Auch gar nicht so selten, wie man denkt. Dann ist es der Indoor-Kohlegrill, an den man gar nicht so denkt, das ist die Shisha. Ja, auf der Shisha ist ja immer so ein Stück Kohle drauf. Um den Tabak anzufeuern. Und in Shisha-Bars, die schlecht belüftet sind, da hört man in letzter Zeit, weil die ja wie Pilze aus dem Boden sprießen, immer wieder von relevanten Kohlenmonoxid-Intoxikationen. Das heißt, Jawohl. in dem Setting auch daran denken, wenn einer Unwohlsein hat oder Kopfschmerzen nach Shisha-Bar-Besuch. Und dann gibt es noch ein Setting, das habe ich nur durch Nachlesen herausgefunden, Holzpellets, wenn die gelagert werden,
dann dünsten die auch CO aus, gerade wenn die lange Zeit gelagert werden. Und da kommt es wohl auch mal wieder zu relevanten CO-Intoxikationen. Das heißt auch bei solchen Auffindesituationen, unklarer Bewusstlosigkeit im Keller neben neben Holzpellets, dann unbedingt auch an Kohlenmonoxid denken. Okay, jetzt haben wir so eine Situation. Sagen wir mal, Beispiel, ich mal dir ein Ding. Es heißt, Nachbar sieht einen Bewusstlosen durchs Fenster, ihr geht dran vorbei und seht, da ist sogar wirklich ein Kohlegrill, der halt jetzt aus ist, und daneben liegt ein Bewusstloser. Also du hast jetzt einen relevanten Verdacht. Wie gehst du damit um? Wie geht's, ja, wie rettest du die Menschen daraus? Du bist jetzt erste Person am Einsatzort. Genau, also da würde ich gerne drei Teile oder drei Szenarien eigentlich unterteilen. Ne? Das Okay. ist einmal der hochgradige Verdacht auf eine CO-Intoxikation. Das Bild, was du gerade gemalt hast, ne? Da ist der hochgradige Verdacht da. Auf der anderen Seite ist das potenzielle mögliche CO-Intoxikation und dann die zufällig festgestellte CO-Intoxikation oder CO Exposition oder das Vorhandensein von CO. So. Okay. Bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Ich werde zu einer Gartenlaube gerufen und der Mensch liegt da in der Gartenlaube und ich sehe den Holzkohlegrill, der direkt daneben steht und der Mensch da ist bewusstlos. Was mache ich dann? Auf gar keinen Fall reingehen, auf keinen Fall, sondern dann versuche ich irgendwie Belüftung herzustellen, Fenster von außen zu öffnen, vielleicht einzuschlagen, die Tür aufzumachen, aber dann auf keinen Fall rein, sondern Abstand halten, Feuerwehr holen, Feuerwehr holt den unter Atemschutz raus. Niemals reingehen. Ja. So, das wäre das. Jetzt haben wir ja gesagt, manchmal, ich habe ja über Gasthermen im Badezimmer gesprochen, jetzt kommt ihr vielleicht zur Synkope im Badezimmer, ne? Und ihr geht zum Badezimmer ran und da liegt ein junges Mädchen im Badezimmer und ist bewusstlos und daneben ist die Gastherme. Und ihr denkt euch, könnte das CO sein, ne? Oder ein ähnliches Setting. Im Keller liegt einer und ihr wisst nicht, sind da Holzkohlepellets und ihr habt ein ungutes Bauchgefühl. Was könnte man dann machen? Jetzt Jetzt kommt bin ich gespannt. ein absoluter Nerd-Tipp, der sicherlich nicht MPG-konform ist und wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen. Aber wer so einen CO-Melder und CO-Warner kennt, die wir mit uns im Rettungsdienst rumschleppen, die Dinger sind ziemlich robust. Okay. Man kann also dieses Ding auch mal nehmen und in so einen Raum vorkullern, ne, oder sanft vorwerfen. Und dann wird das Teil bei CO auslösen und wir wissen, oh, da ist CO ein relevanter Faktor. Dann natürlich Feuerwehr holen, nicht in den Raum gehen, je nachdem, was der Melder oder wie der Melder piepst. Und dann habt ihr die CO-Intoxikation oder Exposition zumindest schon mal erkannt. Ja. Drittes Szenario, da unterbreche ich dich gleich, war das, wo du gesagt hast, man erwartet es nicht, aber plötzlich löst der Melder aus. Das passte ganz gut zu dem zweiten Szenario, quasi wir werfen den Melder oder wir überlegen uns das zu tun, keine Empfehlung und so weiter und so fort. Ne? Wir kriegen viele böse E-Mails von Materialbeauftragten vermutlich bald. Also der Melder löst aus. Da gibt es ja verschiedene Warnstufen. Was sind die und was muss ich dann machen? Gilt ja für Szenario 2, als auch ich renne rein in ein Badezimmer, denkt nicht drüber nach und plötzlich geht das Ding los. Genau, also sprechen wir ganz kurz über die Melder vorweg. Ne? Diese Melder kennt jeder, die hängen ganz häufig am Rettungsdienstrucksack, da sind sie auch gut aufgehoben. Erstens, die brauchen Kontakt mit der Umluft. Ne? Sonst können die ja nicht messen. Wenn ich die irgendwo tief in meine Tasche rein tue, dann können die nicht messen vernünftig. Das heißt, die müssen irgendwo an der freien Luft sein und ihr müsst sie dabei haben. Wenn die bei euch am Rucksack dran sind, ne? Aber ihr rennt erstmal schön vor in die Wohnung, dann wird der Melder auch nicht piepsen im RTW und euch nicht schützen können. Das heißt, habt den dabei, nur dann kann das Teil auch klappen. So, und jetzt hast du ja über die drei Warnstufen geredet. Da gibt es immer den Voralarm, ein bisschen abhängig von Bundesland und welches Gerät das ist, ungefähr bei 60 ppm. Da liegt relevant CO vor. Und die Dosis ist aber noch nicht so hoch, dass sie uns sofort umbringen würde. Eher über längere Zeit dann giftig. Das heißt, da sollte man sofort Belüftung herstellen. Unbedingt muss die Feuerwehr sich dann auch im Nachgang darum kümmern, dass das Ganze komplett abgeklärt wird. Aber ihr könnt ganz schnell den Patienten begutachten und dann möglichst schnell eben rausholen, aber noch die Maßnahmen abschließen, die jetzt akut vital notwendig sind. Wichtig,
Personen, die chronisch krank sind, zum Beispiel eine chronische KHK haben, also Herzerkrankungen oder andere Erkrankungen, die sollten auch dann schon äußerst vorsichtig sein. Dann lasst die vorerkrankten Kollegen lieber außen vor bei dem Einsatz, weil die haben nochmal ein deutlich erhöhtes Risiko. Für die kann auch schon ein niedriger Schwellenwert deutlich gefährlicher sein. Und auch ihr extrem kurze Versorgungszeit, nur das Allernötigste und dann raus da. Und lüften. Lüften, Türen, genau. Fenster auf. Okay. Ja. Stufe 1. Was ist bei Stufe 2? Und wie hoch ist die? Stufe 2 ab 200 ppm. Das bedeutet, ihr greift alles, was ihr irgendwie greifen könnt, greift den Patienten am Schlawittchen, zieht ihn raus, aber ihr verlasst auf der Stelle die Einsatzstelle, geht dahin, wo es sicher ist, wenn ihr es noch irgendwie schafft. Fenster öffnen, irgendwie dafür sorgen, dass Belüftung hergestellt wird, aber jetzt nicht unnötig lange im Raum sein, alles greifen, was ihr greifen könnt und raus. Das ist pragmatisches Vorgehen. Okay, und ich vermute, dass das letzte jetzt sowas wie ein roter Alarm ist. Genau, der letzte Alarm über 500 ppm, der bedeutet, ihr seid da vollkommen fehl am Platz, auf der Stelle raus, ihr macht genau nichts, ihr rennt einfach raus in Sicherheit, ja, und alles andere übernimmt die Feuerwehr mit Atemschutzgerät. Das heißt, da wird nicht noch der Patient mitgegriffen, wenn er vielleicht 3 Meter vor euch liegt, oder das teure Handy, was ihr auf den Tisch gelegt habt, noch schnell mitgenommen, damit ihr das bei euch habt, sondern da wird alles stehen liegen lassen und raus da. Okay, na, das ist ja eine ganz klare Aussage. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. CO ist gefährlich, weil es unsere Sauerstoffkapazität, also Transport und auch innere Verarbeitung quasi total erschwert oder bis zu fast unmöglich macht, sodass man innerlich erstickt. Es gibt mehrere Szenarien, wo wir dran denken müssen. Das ist vor allem bei irgendeiner Art von unvollständiger Verbrennung, also Grill, Kamin, aber auch Shisha-Bars und so weiter, überall, wo es um Indoor, ja, Grillen anzünden und so weiter geht. Zwei Szenarien, an die man auch denken sollte, ist quasi die Gastherme und der Sonderfall Keller mit lang gelagerten Holzpellets. Wenn wir so Szenarien haben, kann man bei Hochverdacht macht es die Feuerwehr, da machen wir nichts. Selbstschutz, wie wenn da halt ein Haus brennt, renne ich jetzt auch nicht ins brennende Haus rein. Bei Verdachtssituationen oder wenn man unklar ist, kann man diesen Wurftrick erwägen, ja, auf eigene Verantwortung. Und abschließend gibt es drei Stufen von dem Melder oder meistens ungefähr drei Stufen. Das eine ist so ein Voralarm, wo wir schnell raus lüften, Feuerwehr. Feuerwehr sowieso immer, wenn der alarmiert. Das zweite ist raus mit Patient, schnell Rückzugsalarm quasi. Und dann ist Red Alert, der höchste, heißt sofort raus. Jetzt geht es um Leben und Tod und zwar für uns. Und niemanden bringt es, wenn wir da auch am Boden liegen. Tja, Philipp, und dann? Was machen wir dann? Genau, dann müsst ihr Video Teil 2 gucken, um es ein bisschen anzuteasern. Da geht es nämlich um die Intoxikation selbst, die korrekte Behandlung, Druckkammer und diesen ganzen Firlefanz. Aber um euch anzuteasern, ganz pragmatisch, wenn ihr keine Lust habt aufs zweite Video, Hochdosis Sauerstoff ist schon mal eine gute erste Maßnahme. Genau, und dann muss man ein bisschen überlegen. Und vor allem bin ich auch gespannt, was man in der Notaufnahme macht. Braucht man immer eine ABGA? Wir werden es sehen. Das war's mit dem ersten Video zum Thema CO-Intoxikation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es bringt euch weiter. Was uns beide interessiert ist, wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr mit dem Melder Fehlalarme? Funktioniert er gut? Hattet ihr ähnliche Erlebnisse, wo ihr irgendwo reinkommen seid und es plötzlich ist das Ding losgegangen? Schreibt uns und freuen uns wie immer und freuen uns auf euch. Teilen und liken, habe ich lange nicht mehr gesagt. Das stimmt. Das nächste Mal Bernhard für mich ziehen. Ciao. Ciao.